So, schönen guten Tag, liebe Traderinnen und Trader. Die Elena Christodoulou von Tickmill. Wer mich nicht kennt, der lernt mich heute im heutigen Webinar kennen. Und zwar bin ich in dem Webinar heute nicht alleine, sondern mit Heiko Behrendt. Heiko Behrendt, Juhu. da ist er auch schon. Kurze Rückmeldung bitte, ob der Sound soweit gut ist, ob man uns gut hören und verstehen kann. Das wäre ganz lieb. Ich gucke auch im Chat. Soweit ich sehe. Hallo Elena, hallo Heiko. Ah, super. Ah, schön. So viele bekannte Namen auch mit dabei. Super. Worum geht's heute? Heute wird uns Heiko zeigen, wie man schnell handeln kann, und zwar mit dem Scalp-Terminal im Stereo-Trader. Wie den meisten ja bereits bekannt ist, gibt es bei Tickmill den Stereo-Trader für Live-Kontoinhaber kostenlos. Stelle ich nachher auch noch mal kurz hier den Link in den Chat rein. Wer die Kondition, also Kondition gibt es da nicht wirklich, aber damit man ein bisschen mehr Informationen dazu hat. Bevor wir dann auch loslegen und ich an Heiko weitergeben kann, zeige ich kurz den Risikohinweis. Ich lese den jetzt nicht en Detail vor. Können, glaube ich, die meisten kurz hier auch ablesen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für alle Anleger geeignet. Stellen Sie sicher, dass Sie genug Erfahrung haben, um damit zu starten. Und so weiter und so fort. Heiko. Ja. Ja. Gibst du mir den Bildschirm oder soll ich, Mache kann ich. ich mir den? Kann ich gerne machen. Ich schmeiße schon mal rüber. Moment. Das ist bei mir auch auf dem Laptop gerade alles so klein. Da muss ich mal gucken, wo ich genau hinklicke, damit ich nicht irgendwas anderes mache. Glaube, du musst nur in meinen Make Namen und den present. Rechnen. Genau. Voilà. Und Genau. dann? Ja, ich habe schon. Fantastisch, Heiko. Dann würde ich sagen, ich stelle mich mal stumm Jawohl. und ja, profitiere mal von deinen Einsichten hier. Ja, auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass in diesem Weihnachtsstress sich so viele die Zeit genommen haben und jetzt eine ruhige Stunde mit mir hier verbringen und mit Tickmill vor dem Screen. Und ja, wie die Elena schon eingangs erwähnt hat, soll es heute so ein bisschen um Tickmill und die Kombination mit dem Stereo Trader gehen. Und ich möchte am Anfang mich ein bisschen vorstellen nochmal für die Leute, die mich auch noch nicht kennen. Gibt es ja durchaus. Und dann habe ich gleich noch eine Frage für euch. Sofern ihr ein bisschen dran teilnehmt, würde es mich freuen, wenn ihr zum Beispiel kurz mal reinschreibt, ob ihr das Skype-Terminal überhaupt nutzt oder nicht nutzt, also dieses kleine Terminal. Und das wird heute so ein bisschen auch das Ganze, die Agenda werten. Ich möchte euch das Skype-Terminal im Detail erklären, die Funktionsweise, die Tipps und Tricks, wie man mit Tastenkürzeln das Ganze schneller machen kann, den Handel, und auch gerne ein paar Anwendungsbeispiele geben, wie ich das Ganze einsetze. Und wenn am Ende der Stunde noch ein bisschen Zeit ist, dann auch gerne nochmal Fragen der Teilnehmer hier beantworten. Also, das heißt, ihr könnt ruhig daran mit teilnehmen. Und wenn ihr wollt, dann stellt mir dann einfach die Fragen und ich kann dann auf diese dann noch mal eingehen. Gut, kommen wir mal kurz zur Vorstellung meiner Person. Für die, die mich noch nicht kennen, ich mache das mal hier auf. Da bin ich noch mal in hübsch und bin seit 2001 selbstständiger Trader, Experte im kurzfristigen Trading, Scalping, habe auch eine eigene Homepage, scalp-trading.de. Ich war von 2010 bis 2018 Leiter im Trading Service bei Gottmut Trader, habe da den Highspeed Day Trader geleitet. Da konnte man mir viermal die Woche live beim Handeln zuschauen. Und das über 8 Jahre, fast 10 Jahre sogar, wenn man so möchte. Es gab da zwischendrin mal eine ganz kurze Unterbrechung. Habe mich dann aber entschieden, dass ich dann lang genug vorgetradet habe und bin dann im Jahr oder seit 2018 von Gottmut oder habe zumindest meinen Premium-Service eingestellt und bin jetzt mehr und mehr in Richtung Coach und Referent gegangen, bin aber weiterhin noch Trader, also ich trade meistens am Vormittag von 9 bis 10 Uhr oder bis 11 Uhr
Und ansonsten ja, kümmere ich mich um Projekte wie Webinare, so wie jetzt gerade hier mit Tickmill. Muss ja auch alles vorbereitet werden, dauert alles seine Zeit. Also das ist so ein bisschen meine Aufgabe und macht mir auch sehr viel Spaß. Und ich denke, das wird auch noch so ein bisschen weiterlaufen. Dann seht ihr hier noch einen Punkt ab dem 2. Januar 2020 habe ich jetzt einen Live-Trading-Room ins Leben gerufen mit einem Vollzeithändler. Ganz kurze Story dazu. Ich will es auch nicht zu lang werden lassen. Ganz kurze Story dazu werde ich gleich drauf eingehen, warum, wieso, weshalb. Und ja, wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich auch entsprechend kontaktieren. Ihr seht unter meinem Bild noch die E-Mail-Adresse, unter der ihr mir auch gerne Fragen stellen könnt, wenn irgendwas nicht klappt. Also da bin ich ganz offen und jeder, der mir schreibt, bekommt auch eine Antwort. Da könnt ihr euch sicher sein. Genau, ja, der Live-Trading-Room startet im Januar diesen Jahres und ist, glaube ich, ein super Projekt. Und zwar habe ich im Rahmen eines Performance-Coaching einen schon ausgebildeten Händler mit dem ein Coaching gehabt. Das heißt, er kam zu mir und wollte gerne, dass ich über seine Trades schaue und dass wir uns über seine Trades austauschen, damit man halt einfach immer besser wird. Und hat mich halt gefragt, wie ich gewisse Sachen sehe. Und dann haben wir halt viel über die Trades diskutiert und er kam jetzt auf mich zu und hat halt mir offengelegt, dass er ein Projekt gemacht hat, in dem er ein kleines Live-Konto hochgehandelt hat, von 6.000 Dollar ganz grob oder von 5.000 Dollar ganz grob auf 14.000 Dollar hochgehandelt hat. Und da ich sage, Mensch, du bist da, es wäre total super, wenn du für meine Coaching-Teilnehmer, die ich alle im 1 zu 1 nur coache, wenn du also wenn du sozusagen dir über die Schultern schauen lässt. Und natürlich auch gegen Entgelt. Und das wäre total klasse. Denn als Coach merke ich zwar, bei mir ist es so, dass ich die Leute ausbilde. Und bei mir ist es auch so, immer zwischen einer Ausbildungseinheit liegt ungefähr eine Woche Zeit dazwischen im 1 zu 1 Coaching vor allem. Und da müssen mir die Leute immer abends Screenshots schicken. Was haben sie gehandelt? Welche Ideen hatten sie? Was war gut? Was war schlecht? Und so sehe ich, ob das Wissen halt angewandt wird. Aber ich stelle auch immer wieder fest, dass es für eingefahrene Trader extrem schwer ist, diese Routine oder die alten Fehler zu verlassen. Und da war meine Idee, wenn man mal so eine Woche einen Code, also über einen Vollzeithändler jeden Tag drüber schauen kann, ich habe die Zeit einfach nicht dazu, ich kann das gar nicht mehr leisten. Das wäre total genial. Und am Ende haben wir halt geredet, diskutiert und haben uns jetzt entschieden, damit das auch für meine Coaching-Teilnehmer nicht so teuer ist und für andere Leute, die vielleicht auch daran Interesse haben, mal einen Vollzeithändler, der seit 3 Jahren vom Trading lebt, über die Schulter zu schauen, haben wir einen sogenannten Live-Trading-Room kreiert. Hier sind die Eckdaten dazu. Fünfmal die Woche von 9 bis 12 Uhr, läuft über eine Webinar-Software. Es wird im DAX Future im Simulationsmodus gehandelt. Jetzt sagt der ein oder andere, ah, Simulationsmodus funktioniert gar nicht. Wie sagt der Trader, hat es im Echt schon gezeigt. Und auf meinem YouTube-Channel, also hier auf meinem YouTube-Channel, SkypeTrading.de, da findet ihr auch gerade im Video, was wir gestern erst veröffentlicht haben, wo der Trader sich auch mal vorstellt, der Händler, und wir so ein bisschen auch erklären, wieso, weshalb, warum. Ich will das jetzt hier nicht ausführen, wäre zu lang das Ganze. Und er wird unter Prop-Trading-Bedingungen handeln, also es gibt ganz, ganz enge Regeln, sehr straffe Regeln, an die er sich hält. Zum Beispiel tradet er immer, immer, immer mit einem 10-Punkte-Stop. Im DAX. Es gibt nicht mehr als 10-Punkte-Stop. Wie gesagt, der Typ ist mega diszipliniert und ich bin halt froh, dass ich diesen Trader gewinnen konnte, dass er wirklich 3 Monate gesagt hat, okay, ich möchte auch gerne das weitergeben, was ich auch gelernt habe. Er will kein Coach werden, er will halt wirklich nur versuchen oder was ihn so ein bisschen angefixt hat, ist einfach, dass er hofft, wenn die Leute ihn zugucken, dass sie dann sozusagen das Mindset bekommen, um einfach den Schritt ins professionelle Handeln auch hinzubekommen. Ja, als Inspiration, jemanden über die Schultern zu schauen, der es bereits erreicht hat, geschafft hat. Und wie gesagt, er holt wirklich jeden Monat sein Geld aus dem Markt. Und deswegen geht das Projekt erstmal nur 3 Monate. Und das Ganze kostet gerade mal 297,50 Euro.
Ja, und wer gerne wissen möchte, wo man das buchen kann und wenn ihr euch entscheidet, bis zum 31.12. das zu buchen, bekommt ihr am Nachmittag nochmal 3 Stunden extra dazu. Weitere Informationen zu diesem ganzen Projekt findet ihr, wenn ihr auf meine Homepage drauf geht. Wer sagt, okay, ich bin mir auch noch nicht sicher, ich will vielleicht nochmal abwarten. Wir werden jeden Tag die Ergebnisse auch veröffentlichen. Der kann sich hier in den Newsletter eintragen auf meiner Seite. Und wer hier oben auf Live Trading Room geht, über meine Homepage bitte, der kommt dann entsprechend hier auf eine andere Seite und da könnt ihr dann das Ganze auch buchen und euch einen Platz sichern. Ja, der Platz ist begrenzt, denn ja, die Webinar-Software ist auch begrenzt mit der Anzahl der Leute. Das soweit ganz kurz zu dem Projekt. Ich freue mich riesig darauf, dass derjenige das macht. Und ja, ich lasse mich überraschen, ob er das im Webinar dann auch so rüberbringen kann. Wie gesagt, wir sind jetzt schon am Üben und es fühlt sich ganz gut an. Aber klar, wenn das Publikum noch zuschaut, dann müssen wir mal sehen, ob das denn so funktioniert. Ja, genau, das soweit dazu. Und wir schauen uns jetzt an, warum überhaupt das Skype-Terminal und wo ist der Sinn dieses Skype-Terminal? Wie kann man es im Handel nutzen? Ja, und da ganz klar, so sieht das Ganze aus. Ich werde mit euch jetzt die Funktionen hier durchgehen gleich. Hier fliegt gerade was rum. Ich werde die Funktion gleich mit euch durchgehen. Und vielleicht da noch die bisschen die Historie dazu. Ich durfte an diesem Skype-Terminal nämlich mitentwickeln, weil ich nicht bereit war, den StereoTrader zu nutzen. Der StereoTrader an sich total tolles Tool. Aber für mich war es so, wenn man den StereoTrader ausklappt, dann habe ich zwischen diesem Panel auf der rechten Seite und dem Kurs einfach eine zu große Lücke. Als Beispiel, ja, wenn ich das hier ausklicke, dann ist einfach der Abstand, den ihr hier seht, für mich einfach viel zu groß gewesen, wo ich gesagt habe, okay, Dirk, das ist mir hier zu weit, ich verliere ganz einfach den Bezug zum Preis. Ja, also hier, dieser Abstand war mir zu viel und ich musste sozusagen meinen Kopf bewegen und damit ich die Zahl sehe. Und da hat der Dirk gesagt, okay, da lässt sich doch was bauen. Und daraus ist dann dieses Skype-Terminal hier entstanden. Und jetzt seht ihr ja hier, habe ich einen viel, viel besseren Bezug zum Preis. Ja, und für mich irgendwie wichtig, damit ich ein Gefühl dafür bekomme. Und dann klappt hier oben dieses Panel halt auf. Gut, ich denke mal, zu dem, was für mich dann sehr, sehr wichtig ist, ich habe alle wichtigen Funktionen, man glaubt es nicht, alles hier oben in dieser Leiter, also in dieser Ebene drinne. Ich kann wesentlich schneller handeln und ich habe einen zusätzlichen Trailing Stop hier mit integriert, der kein Regelwerk hat. Aber das machen wir am besten jetzt hier alles im Live am Chart. Und ich gehe da mal rein. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann her damit. Und dann schauen wir uns das Ganze hier jetzt mal gemeinsam an. Also, wir gehen das mal Punkt für Punkt durch. Ich werde auch gleich zeigen, wo ihr was einstellt, damit ihr hier auch eine entsprechende Auswirkung dann in dem Panel, also wo sich sozusagen die Einstellungen für dieses Panel dann auch verstecken. Ne? Okay, fangen wir von vorne an. Also Flat, sagt ja der Button schon, da schließt ihr alle Positionen. Wenn ihr jetzt hier über die Leiter auf der rechten Seite schnell irgendwelche Trades hier eingibt, ja, der Stereo Trader weiß sofort, wenn ihr auf Kaufen oder Verkaufen drückt, ist das gerade eine Buy Limit Order, eine Sell Stop Order. Das weiß der automatisch, weil ihr das immer in Bezug zum Kurs seht. Und wenn ihr jetzt diese Orders hier entsprechend löschen wollt, habt ihr einmal das blaue X, ja, und das rote X und dann sind alle Limit Orders schon gelöscht. Diese Quick-Buttons mit der Positionsgröße, die könnt ihr euch hier frei konfigurieren. Und hier auch zu wissen, wo kann ich die denn konfigurieren? Dafür geht ihr, wenn ihr schaut mal ganz links, wo die Uhrzeit steht, da ist so ein kleines Dreieck jetzt. Ja, machen wir hier so ein bisschen frei. So ein kleines Dreieck, da geht ihr drauf und dann kommt ihr in das Setup-Menü. Und dann geht ihr hier auf Terminal. Und dann habt ihr hier diesen Button Skype-Terminal. Ja, also da. Skype-Terminal und da in diesem Bereich stellt ihr alles ein. A, könnt ihr hier die Größe zum Beispiel verändern. Ich mache das mal auf Größe M. Da wird das Terminal an sich größer. Dann habt ihr hier die Buttons.
Und zwar wichtig bei Tickmill ist es so, ihr müsst für eine 1 müsst ihr 100 eingeben. So, wir machen jetzt mal, dass der erste Button 10 CFD sind, ja, dann 1000. Ich drücke mal auf OK. So, wir holen uns das Terminal mal her und ihr seht jetzt hier, der erste ist jetzt 10. Ja, und so könnt ihr das frei anlegen, wie ihr das wollt, mit 0,1, 0,01, 0,5, wie auch immer ihr das möchtet, was für eine Accountgröße ihr habt. Da könnt ihr euch das dann hier entsprechend anlegen, was auch immer euch beliebt. Und warum nutzt man das Ganze? Damit man halt einfach nicht so viel rumklicken muss. Denn wenn ihr jetzt hier in diesem Skype-Terminal entsprechend jetzt die Positionsgröße erhöht, also ihr handelt mit 1, 2, 3, 4, 5 CFDs, wie gesagt, immer entsprechend eurer Accountgröße. Und ihr klickt jetzt hier auf 1 nach oben, dann seht ihr, dann erhöht ihr das nur mit 1. So, wenn man jetzt, oder man muss halt anfangen zu schreiben, 2 CFDs so. Das ist natürlich mit einem Mausklick wesentlich einfacher getan, wenn man hier seine Positionsgröße dann frei wählen kann. Ja. Vielleicht hier noch ein kleiner Quick-Tipp an der Stelle. Wenn ihr hier die Positionsgröße doch mal verändern müsst, weil ihr sagt, ihr habt jetzt, keine Ahnung, 3,5 CFDs gekauft und ihr wollt 1,2 oder 1,2 glattstellen, ja, dann könnt ihr die Steuerungstaste drücken und dann klickt ihr hier in das Feld hinein und ihr seht, die Zahl geht immer um das Zehnfache nach oben, also immer um 10, also um 0,1 CFDs, so muss ich sagen, ja. Also aber wenn ihr normal drückt, ist es immer 1. Und wenn ihr hier mit dem Button drückt, wenn ihr die Steuerungstaste, Quatsch, nicht die Steuerungstaste, sorry, die Shift-Taste, also Pfeil nach oben-Taste drückt, dann geht es in 0,1er Schritten nach oben. Ja? Also das vielleicht nochmal als kleiner Quick-Tipp an der Stelle, ja, um dann hier entsprechend zu handeln. Ja? So, okay. Dann als nächstes, bei vielen ist es so, dass hier rechts, links in diesem Terminal vielleicht nur eine Zahl steht. Standardmäßig sieht das so aus und das könnt ihr auch im Terminal einstellen, im Setup. Ihr geht hier auf BitAsk, also normalerweise ist das hier eingestellt. Das ist im Normalfall eingestellt, das heißt, auf der rechten Seite könnt ihr dann, ist typischerweise sogar noch der Verkaufsbutton, aber ihr könnt euch das frei anpassen, wie ihr das wollt. Die Flexibilität hat der Stereo-Trader. Das heißt, ich möchte es gerne so haben, dass ich den Bid- und Ask-Kurs sehe, also den Kauf- und Verkaufskurs sehe. Und ich möchte, dass auf der rechten Seite das Kaufen ist. Wenn das bei euch auch so sein soll, dann müsst ihr hier den Haken reinmachen, der ist standardmäßig draußen. Ja? Dann macht ihr das Ganze hier an. Ne? Okay, das soweit ist schon mal, könnt ihr das so einstellen. Hier steht es auch drauf, wenn ihr auf den RV-Button geht, dann könnt ihr ganz schnell aus einem Kauf einen Verkauf machen. Das heißt, ihr geht jetzt hier Short und ihr wollt direkt von einem Short Trade in einen Long Trade switchen, dann klickt ihr einfach auf Reverse. Ja, und dann habt ihr schon wieder einen Long Trade drinne und dann könnt ihr den auch wieder schließen, indem er halt auf Flat geht, zum Beispiel. Bei TI hier, das ist ganz interessant, hier verbirgt sich ein Instant Trailing Stop dahinter. Wenn ihr das Terminal aufklickt und ihr habt das hier ganz normal, dann gibt es ja hier eine wichtige Bedingung, wenn ihr jetzt hier geklickt habt. Nehme jetzt hier einfach mal irgendeinen Trade rein, wie gesagt, nur zu Demonstrationszwecken das Ganze. Und dann seht ihr ja hier diese kleine gestrichelte Linie. Ja, diese kleine blaue gestrichelte Linie, wo ich jetzt gerade den Pfeil drauf mache. Ab da erst, wenn ihr den Trailing Stop hier aktiviert habt, erst ab da geht dieser Trailing Stop los. Ne? Das ist dieser Trail Distance oder Trailing Start vielmehr. Der Trailing Start. Ja, der steht hier auf plus 5 Punkte. Das heißt, erst ab 5 Punkte im Gewinn geht er überhaupt hier an. Ja, und das ist ganz wichtig. Das heißt, erst ab da fängt an, sozusagen den Trailing Stop, den ihr hier eingestellt habt, dann das Ganze zu aktivieren und dann zieht das Teil dann erst den Stop Loss danach halt. Je nachdem, wo denn die Kerzen halt lang gehen, wird dann der Stop Loss nachgezogen. Ne? Oder man wird dann halt irgendwann ausgestoppt. So, im Gegenzug, der TI ist ein Instant Trailing Stop. Das heißt, hier gibt es keinerlei Bedingung. Den könnt ihr direkt losschicken. Ohne jegliche Bedingung könnt ihr sofort einen Trailing Stop losschicken und einen Stop Loss aktivieren.
Jetzt ist nun die Frage, was für ein Stop-Loss ist denn hier hinter oder was für eine Trailing-Stop-Logik liegt denn dahinter? Und das könnt ihr wieder im Menü einstellen. Ihr geht wieder ins Menü rein unter Terminal. Da findet ihr hier hinter der Größe des Scalp-Terminals findet ihr da der TA20 ist hier. Standardmäßig ist der TA12 hier hinterlegt. Minus 3 heißt, das ist der dreifache Spread-Abstand. Ja, der Spread variiert ja immer. Und dann könnt ihr hier sagen, okay, ich möchte den dreifachen Abstand halt haben. Und den Stop-Loss könnt ihr halt zu jeder Zeit hier losschicken. Ja. Gut, was heißt TA20? TA20 ist der Tick Average. Das heißt, wenn wir hier mal den Navigator anmachen und mal hier die Kurse anmachen und holen uns mal hier den Tick-Chart hierher. Ja, ihr seht jetzt hier oben den Tick-Chart. Ja, und Tick Average 20 ist halt, bedeutet einfach, dass ihr hier hinter diesem Kurs gesehen, also hinter diesem Kurs, den ihr blau seht, da gibt es dann halt ein Average. Ja, und ich sage jetzt mal, der geht dann halt hier so irgendwie so durch. Je nachdem, wie schnell der Kurs halt fällt und wird dann halt in einem Abstand wie in einem SMA 20, ne, halt nur auf Tick-Basis, ne, dann hinterhergezogen, also Periode 20. Ihr könnt auch das noch näher nehmen, Periode 12, was auch immer, wird das Ding dann hinterhergezogen. Ja, so und ganz wichtig, ich mag diesen Stop und hier kommen wir jetzt auch, wie handle ich entsprechend was? Vielleicht wir switchen das Ganze mal, mal gucken, ob jetzt der Markt hier nach unten ein bisschen durchbricht, weiß ich jetzt auch nicht, aber wie gesagt, ist ja nur zu Demonstrationszwecken. Das heißt, wenn jetzt der Markt hier nach unten schnell wird, könnte man, ich tue den jetzt einfach mal aktivieren, ob jetzt sinnvoll oder nicht. Ja, man aktiviert jetzt den TA20 und ihr seht jetzt, wenn jetzt der Markt hier ins Laufen kommen würde, dann würde dieser Tick-Stop dann halt ganz eng nachgezogen werden. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist jetzt, egal jetzt ob für Short oder Long, wenn wir den Tick-Stop haben, ich mache es jetzt mal für den Long Trade, ja, und der Markt läuft hier so nach oben, so. Und der Tick Average, der geht dann hier so hinterher, ja, dann ist es halt manchmal so, dass der halt wirklich sehr nah dran läuft. Also das heißt, in der Schnelligkeit der Bewegung hängt der halt ein bisschen nach und wenn dann der Markt halt langsamer wird, zieht es halt den Stop dann so schön ran. Und damit kann man manchmal wirklich schöne Strecken mitnehmen. Vor allem ist dieser Tick Average Stop richtig gut bei diesen Bewegungen, die wir heute hier im DAX mal gesehen haben, also bei sowas. Oder hier auf der Oberseite bei solchen Ausbrüchen kommt man halt wirklich richtig gut mit, ja, wenn das Ding wenn es halt schnell wird. Also dafür nutze ich. Und das Schöne an diesem Tick Average ist einfach, dass ihr keine Regeln braucht, ab wann der halt losläuft. Ja, ihr könnt diesen Tick Average Stop ja auch hier einstellen beim Trail, könnt ihr den auch einstellen. Dann müsstet ihr aber hierher gehen und den Trading-Start auf Null stellen und dann würde der auch losgehen, wie er halt soll. Aber so ist es halt schon schöner, denn ihr könnt hier einmal sagen, ich habe zum Beispiel jetzt einen Trading-Stop immer über das Hoch oder Tief der letzten 1-Minuten-Kerze mit einem Abstand von 5 Punkte und ich trade das Ganze normal. Wenn halt nichts passiert, versuche ich halt so weit wie möglich im normalen Modus zu kommen. Und auf der anderen Seite kann man halt hergehen und sagen, okay, für die schnellen Moves, da nutze ich halt hier diesen Tick Average Trailing Stop und habe am Ende zwei unterschiedliche Stop-Loss-Möglichkeiten im Markt, um hier ja flexibel auch zu sein im Handeln mit dem Stereo-Trader. Ja. Und das ist für mich ein ganz großer Mehrwert, vor allem im kurzfristigen Handel. Dann haben wir hier oben noch, das sieht aus hier wie so eine, wie sagt man hier, so ein Norden, Süden, Osten, Westen, ja, wie ein Richtungs, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, Kompass, Mensch, wie ein Kompass. Und wenn ihr da drauf kriegt, dann könnt ihr, das denke ich mal, kennt ihr ja sicherlich, dann könnt ihr hier den Chart frei verschieben. Ja, das ist ja auch im MetaTrader nicht selbstverständlich. Und wenn ihr auf den Pfeil klickt, dann klappt hier dieses Panel halt aus. Ja. Wenn ihr das noch aufklickt, dann könnt ihr euch hier noch eure Trades anzeigen lassen, die ihr dann halt da gemacht habt. Ja. Gut, ja, dann das soweit zu dem Terminal. Wie gesagt, ich stelle mir das nochmal ganz kurz ein, das Terminal.
Das heißt, ich möchte ja hier kaufen und verkaufen sehen auf der Seite. Genau. Okay. Jetzt kommen wir zu der Funktionsweisen, wie ich den Markt gerne handle und wie ich es mache. Und zwar, was ich empfehle, ist, ich handle halt gerne mit drei Positionen. Warum? Wenn ich mit drei Positionen zum Beispiel reinklicke, also nehmen wir mal an, wir würden jetzt gerne hier an so einer Unterstützung oder wir gehen davon aus, der Markt bricht das und ihr handelt zum Beispiel mit drei CFDs. Nur als Beispiel. Wenn ihr jetzt mit drei CFDs reingeht, das heißt, wir sind jetzt hier mit drei CFDs drin und ihr wollt jetzt hier schnell verkaufen, zum Beispiel ein Drittel. Also das heißt, ihr wollt, wenn der Markt hier in den Gewinn läuft, nur ein Drittel rausgehen. Was müsst ihr jetzt machen? Ihr müsst auf den Button, auf den Quick-Button gehen, auf 1 gehen, denn die Limit-Buy reinlegen. Das ist durchaus möglich, aber es sind schon auch wieder relativ viele Klicks. Ja, vor allem, wenn es schnell geht am Markt, sind das schon viele Klicks. Wenn ich jetzt hergehe, ich schließe mal die Position und ich würde jetzt dreimal klicken, ja, das heißt, ich klicke jetzt dreimal in Short, einmal, zweimal, dreimal, dann habe ich auch drei CFDs jetzt so drinne. Ja, zu einem und demselben Preis, vielleicht Millimeter unterscheidet sich es manchmal. Und jetzt könnte ich hier einfach reingehen und lege hier meine Limits rein. Und das heißt, wenn ich drei Limits als Take Profit reinlege, dann habe ich drei Ziele. Und ich muss da nicht mal in den Quick-Buttons rumfummeln, nicht bei der Einstellung hoch oder runter, musste ich auch nicht rumfummeln. Ja. Das heißt, ich kann dann so auch hier im Markt einfach agieren und das relativ schnell, ohne dass ich an der Positionsgröße jetzt verändere, weil ich habe jetzt einfach nur dreimal geklickt. Ja, für mich ein absoluter Mehrwert oder von der Denkweise, wie gesagt, ist auch so nur eine Anregung sein, von der Denkweise her vielleicht so den Handel auch aufzubauen. Ja, zu sagen, ich meine, ihr könnt euch überlegen, ja, welche Positionsgröße ihr handelt und dass man dann hier entsprechend das Ganze dann so aufbaut, ja, den Handel. Genau. Und wenn ihr ja diese Position jetzt schnell löschen wollt, dann könnt ihr ja hier auch einfach auf X gehen und dann ist die Position ja wieder raus. Welche Möglichkeit es aber auch noch gibt, wenn ihr jetzt drei CFDs, wie jetzt hier gerade drinne habt, habt ihr auch die Möglichkeit, und das ist auch eine sehr schöne, mit sogenannten Shortcuts zu arbeiten. Mittlerweile hat der Dirk das sogar für alle richtig gut sichtbar gemacht und ihr müsst sogar nicht mehr die Tastatur verwenden. Ich nutze sie dennoch immer noch. Aber wenn ihr hier auf den Flat-Button geht, dann habt ihr hier auch so ein kleines Dreieck. Das heißt, hier verbergen sich noch weitere Funktionen dahinter. Wenn ihr mit der Maus draufklickt auf den Flat-Button und drauf bleibt, also nur draufklicken und die Maus durchgedrückt lassen, dann habt ihr dann hier die Möglichkeit, den Trade zu schließen, die Hälfte oder ein Drittel der Position zu schließen. Ja? Und das finde ich hier ganz spannend. Ja? Das heißt, wir könnten jetzt sagen, wir wollen hier ein Drittel schließen oder die Hälfte schließen und so fort. Ich mache das jetzt einfach mal. Seht ihr, das ist ein kleiner Rundungsfehler, aber am Ende habt ihr jetzt zwei CFDs oder ein CFD hier entsprechend geschlossen. Ja. Und so könnt ihr dann halt sagen, okay, jetzt will ich hier die Hälfte noch schließen und dann schließt ihr hier die Hälfte und dann habt ihr jetzt nur noch ein CFD drin. Also so kann man es auch machen und selbst da braucht man halt die Quick-Buttons sogar gar nicht, ne? Wenn man das darüber realisiert und wenn man halt die Position an sich schließen will, dann geht man halt einfach auf Flat und die Position ist draußen. Also so nutze ich das Skype-Terminal, um hier entsprechend ja schnell handeln zu können. Ja? Wenn es Fragen dazu gibt oder wenn wie ihr das nutzt, könnt ihr auch gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Weiß gar nicht, ob ich die Kommentare lesen kann. Doch, glaube schon. Passt. Gut, gab's, wenn ich es jetzt richtig sehe, gab es weiter keine Kommentare. Okay, also das also so würde ich diesen Handel halt aufbauen. Und was auch eine Möglichkeit ist, wenn ihr mit mehreren Positionen arbeitet, dann ist es ja so, wenn ihr jetzt den Trailing Stop hier losschickt, unterschiedlichster Art, dann kann man ja auch überlegen, dass man hier den Modus mal verändert. Das heißt, durchaus eine Empfehlung kann sein, den Modus zu verändern, um noch mehr Flexibilität zu haben. Und zwar könnt ihr hierher gehen und könnt auch überlegen, zum Beispiel
dass ihr vom Trading her nicht auf den Future-Modus geht. Der Nachteil ist, es wird euch kein Gesamtmodus mehr angezeigt, also kein Durchschnittskurs mehr angezeigt. Wir machen das mal. Wir gehen mal hier auf den Single-Net-Modus. Ja. Tun den jetzt mal hier aktivieren und jetzt kaufen wir auch hier zweimal. Das heißt, ihr seht jetzt hier keinen Durchschnittskurs mehr. Das ist so ein kleines Problem. Aber wenn ihr hier auf der rechten Seite bei der Uhrzeit drauf geht, dann seht ihr hier auch die Position, ob die gerade im Gewinn ist oder im Verlust ist. In Summe, das seht ihr auch hier, ja, was man jetzt hier vielleicht nicht sieht. Das Schöne ist, ihr könnt jetzt hier zum Beispiel eine Position anklicken und jetzt hier den halt. Achso, da muss man es jetzt hier drüber lösen. Wartet. So, Trailing Stop an. Trade Distance und jetzt ist er im Minus die Position. Aber hier könnte man jetzt darüber sozusagen eine Position managen mit einem Tick Average, das Ganze. Und eine andere Position, eine zweite Position, könnte man dann managen mit. Ach, jetzt habe ich hier 0, muss ich ja eintragen. Hier 3, so, sorry, habe ich jetzt ja gerade einen Fehler gemacht. Ah, ich habe jetzt, war jetzt zu schnell, ich habe jetzt, hätte das mal vorher einstellen müssen. Also vorher müsst ihr einstellen, entsprechend, jetzt muss ich hier mal die Position so editieren, könnt ihr aber auch. Also wir stellen einen Trading Stop. Also ihr könnt jetzt hier auf Edit die Position, die ihr gekauft habt, ja, die aktuell hier ist, die könnt ihr jetzt einstellen, also Trailing Start ab 0 Punkte. Kann ich das nicht mehr einstellen? Ja, gut. Nee, kann ich nicht nachträglich. Okay, wartet mal. Müssen wir mal gucken. Jetzt war ich zu schnell das Ganze. Also wer mit mehreren Stop-Losses arbeiten will, der kann das hier drüber realisieren. Irgendwie. Weiß jetzt nicht, ob ich jetzt einen Fehler gerade gemacht habe. Warte mal. Edit. Wir schließen das nochmal. Jetzt bin ich gerade hier. Irgendwie funktioniert. Wartet mal kurz. Irgendwie hat sich hier was aufgehangen. Ich kann hier nicht mehr. Doch hier kann ich jetzt reinklicken. Wartet mal kurz. Jetzt muss ich mal hier gucken. Also mal gucken. Und zwar, was ich halt gerne mache, ist, dass ich dann eine Position einfach editiere mit einem schnellen Stop und einem unterschiedlichen Stop. Das heißt, wenn ich jetzt drei Positionen eröffne, zeige ich mal kurz ein, was ich damit meine. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass wir hier eine Bewegung, Korrektur haben und der Markt läuft jetzt so. Ne? Und wir eröffnen jetzt hier eine Long-Position als Beispiel. Und jetzt schicken wir, in Summe haben wir machen es jetzt mal einfacher, zwei Positionen, so zwei Positionen. Und ich kann jetzt hier im Stereo Trader mit dem Single Net Modus zwei Positionen einzeln verwalten. Das heißt, ich kann der einen Position einen Stop Loss geben, der anderen einen anderen. Das heißt, bei der einen Position kann ich sagen, mach mal nach TA den Stop Loss. Und bei der anderen Position kann ich sagen, zieh mir den mal nach Previous Low, High, PLH, ja, nach den Candle Chart nach. Ne? So, das heißt, der eine Trading Stop, wenn der Markt im Gewinn ist, geht halt sehr, sehr schnell und kann auch sein, dass man hier sehr schnell ausgestoppt wird. Und der andere Stop Loss, halt der zweite, wird dann halt so im Minutenchart nachgezogen. Ja, und dann hat man hier entsprechend dann, vielleicht kommt man dann hier ein bisschen weiter. Und so kann man dann zwei Positionen sozusagen hier direkt mit unterschiedlichen Stops managen. Ja, auch eine interessante Idee und möglicherweise eine Lösung für euch, um hier entsprechend
das Trading zu vereinfachen. Aber dafür muss man dann dieses Panel hier offen haben. Ja? Also das kommt dann hier mit dazu, dass man das dann hier einstellen muss. Ne? Und dann kann man hier entsprechend diese Orders dann bearbeiten. Ich hole das aber, wenn es einmal eingestellt ist, alles klar, gut. Okay, wir gehen mal zurück wieder auf, also das ist eine Möglichkeit, wo ich die nutze, vor allem wenn ich versuche, mal auch den Trade weiter zu managen. Ansonsten müsst ihr, wenn ihr es anders machen wollt, was auch eine Möglichkeit ist, warte, ich muss erstmal die Position schließen, weil jetzt will ich erstmal kurz gucken, mal gucken, ob die Position hier ins Gewinn kommt, ob der Trading Stop dann gleich losrennt. Mal sehen, muss auf alle Fälle 0,5 Punkte im Plus sein. So, ja, jetzt läuft sie halt los. Und wenn ich jetzt hier sozusagen noch eine andere Order hätte mit einem anderen Stop-Loss, also eine zweite Position mit einem anderen Trailing-Stop, dann könnte ich die dann mit einem anderen Trailing-Stop dann loslaufen lassen, ja? Wenn ich das möchte. Vor allem in volatile Märkte, also wenn der zum Beispiel hier der Dow hier so volatil hin und her knallt, ist das sicherlich auch eine Möglichkeit, um innerhalb dieser Schwankung halt schnell handeln zu können. Und man überlässt dann dem Stereo-Trader die Arbeit, indem man halt seine Risiken minimiert und entsprechend dort schnell handeln kann. Ja, das ist halt eine Möglichkeit, da zu arbeiten. Und damit man halt nicht so viel rumstellen muss, meine Empfehlung, schaut, ob ihr den vielleicht den Betrag, mit dem ihr handelt, durch 2, 3, 4 dividieren könnt. Und dann teilt ihr eure Gesamtposition da auf und dann könnt ihr euch immer entscheiden, ob ihr hier entsprechend dann mit 3 oder 4 Positionen handelt und damit eigentlich euch den Vorteil auf eurer Seite holt, weil ihr noch weniger klicken müsst als normal. Ja, also klar, ich kenne jetzt eure persönliche Positionsgröße nicht, aber das ist halt eine der Möglichkeiten, die ihr dann habt. So, wir schließen hier mal die Position und gehen mal hier wieder auf den, halt auf den Future-Modus wieder drauf, den ich, wie gesagt, die meiste Zeit auch nutze. Ja. Gut, an der Stelle noch, was nutze ich noch für Funktionen, die vielleicht nicht jeder kennt? Vor allem, falls hier jemand dabei ist, der News handelt und möchte zu News sehr schnell drin sein, nutze ich eine sogenannte MTO Trailing Stop Order, also eine Market Trailing Stop Order. Und die findet ihr unter dem Punkt Trading und hier halt im Terminal, unter dem Terminal und dann findet ihr hier eine MTO Distance. Wer sich immer gefragt hat, was das ist, ist eine Trailing Stop Order, die ihr mit der Shift-Taste losschickt. Ich stelle jetzt mal hier ein, 5 Punkte, 5 Punkte Abstand. Dann drückt ihr die Shift-Taste und sagt, ihr wollt jetzt kaufen. So, jetzt seht ihr hier, 5 Punkte über dem Kurs seht ihr jetzt eine Buy-Stop-Order. Das ist bis jetzt eine normale Buy-Stop-Order, sollte aber, ihr seht es gerade, sollte jetzt der Markt nach unten fallen, dann zieht es diese Buy-Stop-Order hier in einem Abstand von 5 Punkte nach. Und das ist für Zahlen, vor allem wenn es halt volatil wird, schon eine geniale Order. Denn wenn wir jetzt so überlegen, so ein bisschen uns anschauen, okay. Zum Beispiel zu den Zahlen, die kommen raus. Non-Farm Payroll zum Beispiel ist ja oftmals so, dass wie laufen die Zahlen? Der Markt, der läuft hier bis hier hin. Dann kommen wir hier zu den News. So, machen wir hier mal einen Strich rein, wo dann die News kommen. Und wie läuft dann oftmals der Markt? Ja, oftmals läuft ja der Markt so, dass er, wenn die News dann draußen sind, wir plötzlich sehen, dass der Markt nur als Beispiel kurz fällt und sehr schnell steigt. Ja, und da reden wir hier vielleicht, ja, von 30 Sekunden. So. Und in den 30 Sekunden das da zu kaufen, zu klicken, das kann ja natürlich sehr, sehr, also da muss man schon echt flink sein. Es geht auch, ich klicke manchmal sowas auch Market. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel vorher eingestellt habt, so wie jetzt hier in dem Beispiel, Abstand 5 Punkte, und plötzlich seht ihr, wie der Markt hier anfängt zu fällen in der Sekunde, dann drückt die Shift-Taste, klickt das rein und dann fängt hier an, im Abstand von 5 Punkte
Ja, wird denn diese Trailing Stop Order nachgezogen? So, und dann kommt ihr hier, also wie gesagt, das sind dann, ich kann es jetzt nicht ganz so genau zeichnen, aber 5 Punkte über dem Tief. Klar ist, man muss hier Slippage mit einkalkulieren, und wenn er halt auch zwischendrin der Markt hier in der Abwärtsbewegung mal ganz kurz 5 Punkte steigt und dann weiter runterfällt, dann seid ihr auch halt hier oben drin. Das ist auch ganz klar. Wichtig aber, oder wie gesagt, manchmal richtig coole Trades, vor allem um Euro-US-Dollar habe ich damit schon gemacht. Der Trading Stop zieht es mit runter, plötzlich geht der Markt halt, erste Richtung ist die verkehrte, dann geht der Markt raus, wieder hoch. Dann werdet ihr hier unten im besten Falle investiert, in Long investiert. Dann, wenn ihr gar nicht so viel klicken wollt und ihr habt hier sozusagen jetzt sind wir hier sogar gefüllt worden, weil das Bild, das hält gerade hier an. Und dann könnt ihr hier nach oben hin dann eure Trades halt raushauen. Und das mache ich dann meistens, indem ich dann über die Flat-Taste einfach drücke. Das sehe ich, wir sind jetzt hier long mit 3 CFDs als Beispiel. Ja, also nur als Beispiel. Wir haben jetzt 3 CFDs hier unten gekauft. Plötzlich schießt der Markt hier nach oben. Ja, oder lass es 4 sein, ist auch egal. Und dann drücke ich einfach hier oben zum Beispiel einfach über den Flat-Button ein Drittel raus. Ja, mit der entsprechenden Tastenkombination einfach in den Markt hineingegeben. Ich muss nichts an der Stückzahl verändern und so weiter. Ich kann mich einfach auf das Order-Routing hier konzentrieren. Ja. Und da ist bei solchen News diese MTO Trailing Stop Order schon richtig cool. Ja. Der Gegenpart dazu ist natürlich die bekannteste Order, die es auch im Stair Trader gibt. Logischerweise die Limit Pullback Order, die ist am Ende genau das Gleiche. Ja. Also wenn man das jetzt nochmal als Unterschied jetzt hernimmt, die Limit Pullback zur Trailing Stop Order ist es ja so, wenn ihr bei beiden jetzt einen Abstand von 5 Punkten als Beispiel habt, dann ist es so, der Markt kommt hier auf ein gewisses Level. Ob ihr jetzt euch die Limit Pullback, abgekürzt wird sie LPO, Limit Pullback Order hier drinnen reinlegt, also das heißt, hier oben sind die News und ihr könnt euch ja auch eine Limit Pullback Order reinlegen. Ja, und mit einem Abstand von 5 Punkten, der Markt rast durch, dann wird aus dieser Limit Pullback Order, wird von hier aus ja auch eine Trailing Stop Order, also eine Buy Stop Order, Abstand 5 Punkte. Ja, und dann zieht sie halt hier genauso mit runter. Am Ende ist es halt, wie gesagt, kommt es immer darauf an, wie ihr das halt selber seht. Also wie wollt ihr die Order halt vorher reinlegen? Wie gesagt, ich möchte vorher keine Limit Order am Markt drin haben. Ich löse das halt über diese sogenannte MTO Order. Ja, so löse ich das Ganze und aktiviere die dann, weil ich ja nicht weiß. Manchmal ist es auch so, wenn der Markt jetzt sich hier diesen hier macht, so, dass ich da ja eventuell doof ausgeführt werde, weil man muss hier ganz klar die Slippage mit in Kauf nehmen. Ja, der Markt ist teilweise so schnell, dass man dann halt auch hier Slippage drin hat, und deswegen sollte man dann halt auch aufpassen. Und von daher muss man halt überlegen, ob man halt vorher die Limit Orders reinlegt. Klar, gegenüber dem in der normalen Limit Order hat der Stair Trader da auch ja den massiven Vorteil, und von daher würde ich das dann hier an der Stelle da genauso machen. Also entweder eine Limit Order reinlegen oder die Market Trailing Stop Order halt aktivieren. Also das sind so meine Kniffe, um den Handel hier schneller zu machen. Wie gesagt, typischerweise handle ich immer mit 3 Positionen und kaufe mich dort rein oder raus und muss dann halt an der Ordergröße nicht rumfummeln. Ja. Oder was mir dann halt auch oft passiert ist, zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe jetzt 3 CFDs drinne. Machen wir nochmal das Beispiel. Ja, ich habe 3 CFDs drinne. Habe jetzt da von den 3 CFDs einen verkauft. Also, oder können ja mal das Beispiel noch einfach mal machen. Also, wir gehen hier nochmal rein. So, jetzt habe ich 3 CFDs drinne. Die erste Position, ich will jetzt einverkaufen. Das heißt, ich gehe hier auf 1, verkaufe jetzt ein CFD, wenn der dann mal im Gewinn ist oder im Verlust, wie auch immer. Ja, verkaufe ein CFD, habe dann nur noch 2 drinne, und jetzt schließe ich die Position so flat. Ne? So, wenn ich jetzt vergesse mit einem neuen Trade, jetzt denke ich, oh, jetzt neue Situation, irgendwie eine halbe Stunde später, und ich habe jetzt meinen Trade nämlich nicht angepasst auf 3.
ja, nicht angepasst auf 3, dann klicke ich hier rein und denke, los geht's und bin halt short, long, was auch immer. Und dann merke ich, okay, ich habe ja nur ein Drittel drin. Klar, ich kann jetzt danach klicken und dann das so machen, aber da ist es mir dann schon öfters passiert, dass ich einfach gemerkt habe, war in dem Trade drin, habe nicht sofort auf die Positionsgröße geguckt und wenn es dann halt schnell geht, dann ist der Trade halt weggelaufen mit einer Drittelpositionsgröße. Ne? Und so, wenn ich jetzt einen drin habe, kann ich jetzt hier eine Limit-Order reinlegen, die zieht jetzt hier mit. Ja? Hier unten noch eine Limit-Pullback-Order rein. Ja, und hier noch eine rein und wenn der Markt jetzt hier läuft, dann ist okay. Kann nebenher dann noch die Trailing Stop Order dann aktivieren, den TI Tick Average und lass dann halt den Stereo Trader halt den Rest dann halt machen. Ja. Und wenn es mich halt ausstoppt, stoppt mich halt aus. Aber wie gesagt, wenn wir eine schnelle, geradlinige Bewegung haben, ist das schon immer wieder ganz cool, wenn dann sowas geholt wird. Ne? Ja, genau. So kann man das Ganze machen. Okay, und wie gesagt, ihr habt auch die Möglichkeit, da dann zu entscheiden, wenn eure volle Positionsgröße in dem Fall 3 oder 5 CFDs ist, könnt ihr sagen, gut, ich gehe jetzt erstmal nur eine Position rein, sagt euch, okay, wenn der Markt hier hochgeht, dann Position 2 und 3. Und ihr seht, ich muss hier oben nicht irgendwie in der Positionsgröße hin und her rücken. Und ganz viele Trader, die ich kenne, machen sowas halt nicht, aber fürs schnelle Handeln ist es eigentlich ganz gut, sich auf eine Positionsgröße einzuschießen und vielleicht mal zu überlegen, mit mehreren Positionen zu handeln. Der Stair Trader nimmt einen da wirklich die Arbeit halt ab und man kann hier sehr, sehr gut entsprechend handeln. Ja, und genau. Wenn ihr so eine Range habt, dann hat der Stair Trader auch eine ganz gute Order-Funktionalität, die vielleicht auch nicht jeder kennt. Das könnte man auch mal oder muss man vielleicht mal auch im Extra-Webinar nochmal vielleicht besprechen oder hier. Und zwar habt ihr hier ein Kürzel, das nennt sich ROP. Rob and Roll haben wir die Funktion genannt. Das heißt Reorder, wenn wieder Profit ist. Das heißt, wir werden es gleich mal machen. Wir lassen uns jetzt hier mal Short mitnehmen und mal gucken, ob es ein Profit wird. Und wenn dieses Attribut hier haben, muss ich ja jetzt mal gucken, sollte man eigentlich vorher anstellen. Ja, dann, wenn die das Attribut haben, jetzt müssen wir denen hier mal das Attribut noch geben. So, halt den Stop-Loss mal hier wegtun. Ja, und jetzt wird die Order hier schön nachgezogen. Das heißt, meine Limit-Pullback hat sich jetzt hier schon auch wieder bezahlt gemacht. Ne? Und wenn diese Orders sozusagen hier gefüllt sind, dann ist es so, wenn diese Trades dann im Plus wieder aufgelöst werden, dann kommt immer an der gleichen Stelle eine neue Limit-Order rein. Ist für eine Trading-Range absolut gigantisch, die Order. Vor allem für Leute, die halt eine Range traden. Und da kann man sogar den Markt halt, ja, wir können jetzt mal gucken. Ich werde mal hier beides aktivieren. Jetzt haben wir ja nur die Sell-Stop-Order. Wartet mal. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich es halt. Für die Order kann ich es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Das ist nur für die New Order. Der Pool. Ja. Ich kann ja jetzt den Markt nicht beeinflussen. Schön wäre es, wenn wir jetzt einen Gewinn sehen würden. Dann könnte ich hier diese. Das geht ja nur für die neue Order. Mal gucken, ob ich hier. Die Order kann ich nicht editieren. Okay. Ah ne, dann muss ich hier die einzeln editieren. Ja. So, also ich werde es mal demonstrieren. Ich habe jetzt beide Funktionen hier angeklickt. Mal gucken, ob ich die hier oben noch erwische. So, genau. Und zwar, ich löse jetzt die Position hier mal auf. Wie muss ich sie auflösen? Ich glaube, ich muss sie mit einem TP auflösen, sonst funktioniert es nicht. So, wir lösen mal die Position hier auf. Mal gucken, ob wir jetzt die aufgelöst kriegen. Und wenn es gut läuft, dann werden hier beide Trades. Also beide Limits wieder reingelegt und das ist eigentlich das Spannende. Wie gesagt, bei einer Range kann man sich dann so die Arbeit abnehmen lassen. Gucke, seht das? Da, wo sie halt vorher drinnen lagen, kommen jetzt die Orders wieder rein. Ja, ganz interessant. Ja, natürlich sollte es jetzt hier oben eher so sein. Ja, aber die Orders werden dann immer wieder da reingelegt, wo sie dann halt mal reingelegt wurden. Ja, macht vor allem in einer Range halt Sinn, zum Beispiel
Ja, wenn man die anfängt, hier oben reinzulegen, also hier reingelegt hat, die Orders, und die werden dann halt immer wieder gefüllt. Und das geht halt so lange, bis man dann halt mal den Trade mit X auflöst, also vorher auflöst, ja, werden dann die Orders hier immer wieder neu rein und rausgestellt. Ganz interessant. Ja. Genau. Aber wie gesagt, wir waren ja hauptsächlich heute hier bei dem Scalp-Terminal, ja, und wie man es da nutzen kann. Deswegen mein Hinweis an der Stelle: Schaut, ob er vielleicht die Orders runternimmt, also vor allem für die Scalp-Trader, dass er halt euch eine Positionsgröße halt festlegt. Und wenn ihr halt sagt selber, ihr macht Teilverkäufe, ja, also ihr geht nicht nur rein und raus, dann kann man durchaus, sollte man hergehen und die Position lieber dreimal reinklicken, egal jetzt wie viel, ja, also man kann ja mit einer anfangen, zwei, drei, ja, dass man die Position reinklickt, dreimal. Wie gesagt, die werden fast identisch aufgelöst, also da reingenommen. Wir können ja mal gucken, wie jetzt die drei CFDs hier reingenommen wurden. Ja, bei 8, 90, 23, 23. Ja, also das ist ja minimale Abweichung, ne? Und da könnt ihr dann halt entsprechend dann, ohne dass ihr halt, wie gesagt, irgendwo rumklickt, dann wieder hier reingehen, rausgehen. Der Stop-Loss ist ja sowieso fest. Ja, das heißt, da wisst ihr ja auch immer genau, was er in Summe halt riskiert. Ne? So, und dann könnt ihr halt hergehen und halt überlegen, wie ihr das dann halt handelt. Ne? Denke mal, ganz interessant, das so zu vielleicht, also ich habe halt festgestellt, dass viele das gar nicht so nutzen. Vor allem auch die kurzfristig handeln, dann halt hier viel drin rumfuhrwerken. Ich kriege das ja mit, weil viele meiner Coaching-Schüler nutzen halt auch den Stereo-Trader und machen sich manchmal das Leben selber schwer. Und da ist es dann ganz gut, wenn ich denen, also ich mache mit denen regelmäßig dann Session und zeige denen, wie ich das halt handle. Und dann sagen sie sich, ja, klar, ist ja total easy. Muss man halt erstmal nur drauf kommen, ja, dass das auch nicht schlimm ist, dass man halt mal dreimal klicken kann. Ja. Also das halt an der Stelle. Den Reverse-Button bitte nur ganz temporär und gezielt einsetzen. Ja, und wenn ihr halt hier überlegt, halt da die Teilverkäufe zu machen, entweder ihr habt eine Positionsgröße drinne und stellt das dann hier entsprechend glatt oder ihr nutzt halt über Flat dann hier ein halb, ein Drittel. Wenn ihr dann noch mit Steuerung, also Control oder Shift dann das Ganze halt noch machen wollt, dann könnt ihr das halt auch machen. Ne? Also das heißt, ich drücke jetzt mal hier die Steuerungstaste und gehe auf Flat und dann seht ihr hier wieder die Hälfte glattgestellt, ne? Genau. Gut. Gibt es denn Fragen? Keine. Oder hast du Fragen, Elena? Ich sehe keine. Ist ja auch gut. Kann man mich gut hören? Ja. Ah, super. Im Chat waren hier so einige Fragen. Der Mike hat unter anderem nach den Modi gefragt, aber ich glaube, darauf bist du auch schon eingegangen, ne? Ja, jetzt habe ich gerade eine Ja. Fliege verschluckt hier. Gibt es doch gar nicht. Oh, guten Appetit. Eine Fliege im Kaffee. Also darüber hinaus sehe ich hier eigentlich keine weiteren Fragen. Bist du überall drauf schon eingegangen? Ansonsten, Ja. Traderinnen und Trader, nochmal eure letzte Chance, hier was zu fragen, solange der Heiko noch da ist. Also wenn es keine Fragen gibt, also entweder war es nicht gut oder zweitens, ich habe wirklich alles erklärt. Also ich gehe mal vom zweiten aus. Ne? Eine Frage gibt es hier. Gibt es eine Aufzeichnung? Fragt der Thomas. Natürlich. Die Aufzeichnung morgen. Hoffe ich, gegen die Mittagszeit dürfte die dann fertig sein. Und zwar stelle ich die dann auf unsere Facebook-Page, Tickmill Deutsch. Ich stelle mal auch kurz den Link hier rein, damit auch jeder weiß, wo er das findet. Und? Genau, ansonsten noch, wenn ihr die Funktion auch im Stereo Trader, ich habe mir mal die Mühe gemacht und auch eine weitere Seite oder eine Stereo Trader Seite gebastelt. Und da ist es auch so, da seht ihr auch nochmal die Funktionen mit kleinem Video. Glaube ich nochmal für alle, die es vielleicht noch nicht so intensiv nutzen, den Stereo Trader. Sicherlich ganz gut, das jetzt nochmal in einem Video zu sehen. Ja, und von daher
Von daher könnt ihr dann da entsprechend halt schauen, ne? Und könnt euch hier nochmal das Ganze auch anschauen, wie ihr das Layout anpasst und so weiter und so fort. Genau, unter weitere Funktionen findet ihr noch mehr Funktionen. Die Seite wird jetzt kontinuierlich ausgebaut, dass man einfach mal so ein bisschen eine Idee hat, was es hier alles gibt. Und auch das Skype-Terminal ist hier auch nochmal erklärt. Und könnt ihr euch hier nochmal alle Funktionen auch durchlesen, die es dann hier im StereoTrader gibt. Denke nochmal eine ganz gute Seite auf stereotrader.skype-trading.de ist sozusagen die Hauptseite. Genau, eine Frage sehe ich gerade eben noch. Den Kompass gibt es nur im kleinen Fenster? Nein, den gibt es auch im großen Fenster. Und zwar findet der sich dann aber woanders. Und zwar findet sich dieser Kompass, also es geht hier oben hier um diesen, wo man den Chart so frei skalieren kann. Das findet ihr hier unter Chart. Ihr geht auf Chart und dann seht ihr da, da ist der Button. Ja, so, wenn ihr da drauf geht, habt das auch. Also wenn ihr das Panel auf habt, müsst ihr auf Chart gehen. Ja, hier vielleicht noch eine Überlegung, den Button eventuell nochmal irgendwo anders hinzulegen, aber er passt halt, weil es halt den Chart betrifft. Also er passt eigentlich schon dort, wo er halt ist. Ja, genau. Genau. Sorry nochmal, bezüglich der Aufzeichnung, da habe ich ein bisschen verpennt. Also der Mike hat das auch alles live auf Facebook mitgestreamt. Insofern, ich habe hier vorhin den Link zu unserer deutschen Tickmill Facebook-Seite in den Chat gestellt, sodass den alle sehen können. Und wenn man jetzt auch schon drauf geht, ist da die Aufzeichnung schon. Wow. Yeah. Und wenn ich schon mal Mike erwähne, für diejenigen, die es nicht wissen, wir haben täglich um 8:30 Uhr einen Livestream. Entweder über GoToWebinar, kann ich den Link auch gleich reinstellen, oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Und der Mike erklärt da täglich Handelsideen, geht auf drei Ideen ein und natürlich auch auf Wunschmärkte. Insofern, falls ihr unsere Seite noch nicht geliked habt und euch die anschaut, die Livestreams mit Mike am Morgen, dann ja. Herzliche Einladung dazu. Dann mache ich doch gleich mal ein Gefällt mir hier drunter. So. Jetzt erst. Siehst du? Na cool. Was es nicht alles gibt. Einmal frei. Danke an Mike. Ah. Technik, man muss sich nur auskennen. Genau. Ja, und so ist es ja auch mit dem StereoTrader. Wie gesagt, wenn man sich entsprechend damit befasst. Klar, selber immer zu suchen, ist halt auch immer anstrengend. Deswegen halt, habe ich hier versucht, da meine Ideen zu geben, wie man oder wo man den. Das Skype-Terminal einsetzen oder nutzen kann, damit man hier einfach auch entspannter handeln kann, schöner handeln kann und sich halt wirklich dann auf die Entscheidung an sich konzentriert und sich mit der Technik dahinter dann gar nicht so viel befassen muss, sondern einfach dann halt auch handelt und seine Entscheidung halt treffen kann. Genau. Ja. Ich sehe hier eine Frage von Fritz, Heiko. Kann Ja, man die ich. Sessions-Statistik irgendwo auslesen und so darstellen wie im StereoTrader? Ah ja, diese Session-Statistik hier, ja, sie wird gespeichert, aber das wäre dann nochmal ein Projekt. Ich habe das auch schon mal den Dirk gefragt, dass man das dann halt auslesen kann und dann so exportieren kann, wie man das halt hier auch im Dings kennt, MetaTrader kennt, dass man da entsprechend seine Trades dann, so wie der StereoTrader das dann auch berechnet, dann auswerten kann. Aktuell ist das Projekt von der Dringlichkeit eher weiter hinten, aber wir haben es auf alle Fälle auf der To-Do-Liste mit drauf, soweit ich jetzt das weiß. Genau. Ansonsten nochmal den Dirk Hilger nerven, der ja da der Entwickler ist und wie gesagt, dann geht das seinen Gang. Wie gesagt, dauert alles ein bisschen immer von der Entwicklung her und aber wir sind auf alle Fälle haben wir das Thema auf dem Schirm, das weiß ich. Ja. Genau. Super. Also weitere Fragen sehe ich dann hier erstmal nicht. Zeit ist auch so langsam um. Dann von meiner Seite aus, Heiko, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns das hier so toll erklärt hast mit dem Skype-Terminal im StereoTrader. Die relevanten Links habe ich hier alle reingestellt, sei es der Link zum StereoTrader bei Tickmill, zu unseren Social-Media-Seiten oder dem GoToWebinar. Und ja, sind alle von Anfang bis Ende mit dabei geblieben. Das heißt nochmal, dass du es toll gemacht hast. Wenige Fragen gab es auch. Insofern wurde alles erklärt. Ich lese hier auch
von vielen unserer lieben Trader ganz lieben Dank, Heiko. Insofern wünsche ich allen schon mal eine schöne Weihnachtszeit. In einer Woche ist ja auch schon Heiligabend. Und ja, vielen Dank nochmal, Heiko. Gerne doch. An dieser Stelle vielen Dank für die Einladung von Tickmill. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es den einen oder anderen so eine kleine Idee gegeben hat, wie man das im kurzfristigen Trading umsetzen kann. Vielleicht auch irgendwann mal im neuen Jahr dann gerne mal auch vielleicht mal eine richtige Live-Session, damit man das nochmal im Einsatz sieht, ohne Erklärung. Und von daher wünsche ich euch auch eine schöne Weihnachtszeit. Wie gesagt, Infos findet ihr ja überall zu meiner Person, zu meinem Trading und zum Live-Trading-Room. Wenn ihr da möchtet, dann tragt euch einfach in den entsprechenden Newsletter ein und dann kriegt ihr diese auch als Update. Und ja, an der Stelle sage ich wie immer am Ende Tschö mit Ö, euer Heiko von Skype-Trading.de. Vielen Dank, wiederhören.